Okay, hier können wir aber mit niemandem reden, ne? Gut. Okay, dann gehen wir wieder runter. Dann müssen wir jetzt die Treppe nach unten finden. Ach ja, da war ja auch noch eine Tür. Hier ist, müsste aber doch noch eine Treppe nach unten sein, oder? Hier. Genau, und da komme ich zu Solas. So, haben wir hier was Neues? Nö. Naja, doch schon. Hast du das gemalt? Ich hoffe, er entführt uns nicht wieder. Das war unglaublich. Das war seltsam. Das war, ich weiß nicht. Das war unglaublich. Das so stimmt. So etwas habe ich noch nie getan. Sprecht ihr öfter mit Leuten in Träumen? Nein. Betrachtet es als eine weitere Regel, die ihr auf eurem Weg zur Macht mühelos gebrochen habt. Ich hatte keine Ahnung, dass der Anker euch erlauben würde, so fokussiert zu träumen. Das ist wirklich bemerkenswert. Aber ich bin mir halbwegs sicher, dass wir jetzt wach sind. Und falls ihr über irgendetwas reden wollt, bin ich gerne dazu bereit. Halbwegs sicher. Okay, erzählt mir von euren Reisen. Ich wüsste gern mehr darüber, was ihr bei eurer Erkundung des Nichts gesehen habt. Ich stehe euch gerne Rede und Antwort. Erzählt mir von alten Ruinen. Erzählt mir von den alten Ruinen, die ihr erforscht habt. Einmal entdeckte ich die Ruine von Barrendur, einer versunkenen tewinterischen Stadt, die in einer toten und öden Wildnis begraben war. Begraben unter einer Ascheschicht. In einem einzigen dunklen Moment waren alle lebenden Wesen in der Stadt erstickt und versenkt worden. Uff. Sie waren Statuen aus Asche. Gussformen, die an das, was einst war, erinnerten. Okay, erzählt mir von Geistern. Erzählt mir von einem Geist, den ihr getroffen habt. Ich traf einmal einen freundlichen Geist, der die Träume von Dorfmädchen beobachtete, in deren Herzen die erste Liebe aufweilte. No. Also lenkte sie ihre Schritte geschickt zu den Jungen des Dorfes, die ihre Liebe mit sanfter Zuneigung erwidern würden. Ich nannte sie die Kupplerin. Nicht viele Dörfer haben so ein Glück. Ach. Okay, erzählt mir von Erinnerungen. Erzählt mir von den alten Erinnerungen, die ihr im Nichts gefunden habt. Einmal sah ich eine wilde Horde von Menschen, die gen Schlachtfeld marschierte. Sie sangen ein Soldatenlied, um in Formation zu bleiben. Die Melodie ließ den Boden erzittern. Der Gesang dieser wilden, ungewaschenen Krieger ließ jeden Kirchenchor verblassen. Obwohl ihre Sache hoffnungslos war, sangen sie Lieder, die die Geister zum Weinen brachten. Okay. Wir unterhalten uns später. Wiedersehen. Ich glaube, ich kann mit Solas stundenlang quatschen. Kann das sein? Also, es hört ja nie auf. Wo sind wir jetzt? Oh Gott, wir haben ja so viel zu erkunden. Das ist unfassbar, ne? Also, wenn ich, warte, da ist wieder in die Mitte. Wir wollten hier nochmal auf die andere Seite und gucken, was da so abgeht. Wo ist die Tür? Da. So. Ha, jetzt sind wir hier oben. Das ist ja hübsch. Was ist das hier? Wer schläft denn hier? Arbeitsbericht, Belag, Farbe putzt, Ziegel putzt, Stein. Die vorherigen Bewohner haben immer neue Schichten aufgetragen. Die meisten davon sind solide, einige würde ich bis zum Stein abtragen. Die Stärke liegt im Fundament. Sind wir längerfristig hier oder braucht die Inquisition nur etwas vorübergehend? Amsel, Maurer. Macht es richtig, die Inquisition ist nur dann vorübergehend, wenn wir scheitern. Und das werden wir dem Inquisitor nicht zumuten. Simmerus, Quartiermeister. Danke. Ist das hier nochmal auch für mich, oder wohnt hier wer anders? Wer schläft hier? Wie soll man sich denn jemals hier dran satt sehen? Menschenskinder. Okay, können wir, wahrscheinlich nicht. Die Bücher, die hier liegen, okay. Da können wir auch nicht rein. Ja, dann ist ja gut, dass wir hingegangen sind, ha?
Ihr macht das sehr gut mit dem Aufräumen. Oh, warte, hier geht's auch runter. Dann gehen wir hier runter. Hier hochgekommen? Nee. Ich bin da reingegangen, kann das sein? Ist hier Josephine? Ja, hier ist Josephine. Ach, ging es hier vorher auch schon runter? Ich weiß nicht. Ich geh mal hier runter. Was ist das für ein Raum? Hier ist ein Zwerg. Hier ist aber nichts. Also, hier sind schon Sachen, aber... Was? Geilenbutter 784. Begierde. Ach, das ist ein Zeitalter. Wind 9... Was? Wieso? Schwarzes Zeitalter. Ist das eine Vorratskammer oder? Ist das auch. Warte mal. Sind das hier. Huch. Sind das hier. Warte mal. Was ist das denn für ein Magazin? Okay. Sind da, das sind die wir gesammelt haben, ne? Kann das sein? Ich glaube schon. Okay, das glaube ich jetzt einfach. Das wird schon so sein. Sie sind beinahe endlos. Hier könnte ich eine ganze Armee unterbringen. Ja, da sagst du was. Was hier? Eine Küche. Und noch eine Notiz aus der Küche. Wie oft muss ich das eigentlich noch sagen? Wenn etwas auf den Boden fällt, kann man es immer noch essen. Hauptkoch. Donation. Wie heißt der? Heißt der Donation? Ja, ja, okay, ja. Aber bitte wasch es ab. Ich weiß nicht, ob ich hier Waschbecken... Du tust wie Sommer in den Ofen oder so. Notiz aus der Küche der Himmelsfeste. Benötigte Vorräte. Kartoffeln 500, Mehl 50 Säcke, getrocknete Erbsen 100 Säcke, Salzfleisch so viel wie möglich, Weidenruten 4, um die neuen Küchenhilfen auf Trab zu bringen. Was? Hier soll niemand geschlagen werden. Was sind denn das für riesengroße Äpfel? Und daneben so mini kleine Kürbisse im Gegensatz zu den Äpfeln. Okay. Eine weitere Notiz aus der Küche. Abermals, haltet bitte die Elfin aus meiner Küche raus. Und überprüft täglich den Zucker, um sicherzugehen, dass es wirklich Zucker und kein Salz ist. Oh Gott. Ich weiß, wer das war. Darunter steht, versucht doch mal, das draußen zu halten. Gefolgt von einem Pfeil, der auf eine plumpe Zeichnung eines Phallus zeigt. Sarah, lass das! Mein Gott, das ist aber ein großer Napfkuchen. Heißt das Napfkuchen? Hier ist so viel zu entdecken, ist unfassbar. Wie soll mich hier jemand zurechtfinden? So, da waren wir, da war kein Eingang. Hier ist noch eine Tür. Das sieht ja cool aus. Hier muss auch mal jemand sauber machen, bitte. Vereldische Verhaltensweisen. Werte Lady Sidonia, ich möchte euch wissen lassen, dass die volle Verantwortung für das sonderbare Verhalten, dass ich das volle die volle Verantwortung, dass ich sie übernehme halt, ne? Dass Lady Marchalette in jüngster Zeit an den Tag legt. Ihr müsst wissen, wir haben vor kurzem mit dem Studium der Geschichte begonnen und ich dachte, es würde der jungen Dame gut tun, nicht nur die orlesianische, sondern sämtliche theodosischen Kulturen kennenzulernen. Es war ein närrischer Gedanke. Bedauerlicherweise hat insbesondere die fereldische Volkskunde das Interesse eurer lieben Tochter geweckt. Sie entwickelte zunächst eine besondere Zuneigung zu König Kellenhead, die sich anschließend zu einer grenzwertigen Vernarrtheit auswuchs. Als ich ihr erzählte, wie er die Barbarenstämme mit seiner vorgeblich unvergleichlichen Macht und Ausstrahlung einte, starrte sie mich nur mit weit aufgerissenen Augen an, und jedes Mal, wenn ich versuchte, den Unterricht auf ein wichtigeres Thema zu lenken, beharrte sie darauf, von Callahan zu hören.
Von seinem Haar, das verweldischen Legenden nach doppelt so strahlend war wie die Sonne, und seinem Kinn markanter als die schroffsten Grate des Frostgipfelgebirges. Ich musste in ihrem Schlafgemach sogar schon zweimal Bilder von der Wand nehmen, auf denen der Mann ohne Hemd dargestellt war. Anschließend behandelten wir das Thema der Werwölfe, was alles nur noch verschlimmerte. Wie ihr vielleicht wisst, verehren die Ferelden ihre Volkshelden Dane und Hafter. Dane soll angeblich ein Werwolf gewesen sein, während Hafter von einem abstammte. Kein gebildeter Mann und keine aufgeklärte Frau könnten derartige Bestien je mit etwas anderem als einem Gefühl der Abscheu betrachten. Aber ihr kennt ja die Ferelder und ihre Liebe zu wilden Tieren. Bedauerlicherweise haben diese Legenden über die Wolfsmenschen allerdings die Fantasie der jungen Dame beflügelt. Und als sie vorschlug, wir sollten für euch und ihren Lord Vater ein Stück aufführen, konnte ich ihr diesen Wunsch einfach nicht abschlagen. Ich fürchte, das ist auch der Grund, warum Marchalette in nasse Felle gekleidet durch das Anwesen rannte und die Kammerzofen erschreckt. Sie hatte eine Szene nachgespielt, in der Hafter die dunkle Brut vertreibt. Mir wurde zugetragen, dass in all dem Chaos unbezahlbare Erbstücke eurer Familie zu Bruch gingen. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich das alles bedauere. Ich würde es durchaus verstehen, wenn mein klägliches Versagen als Hauslehrer meine sofortige Entlassung zur Folge hätte. Ein Brief von Bruder Bernhard an seine ehemaligen Dienstherren. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Hä? Die Tür gerade zugegangen, ne? Die erste Verderbnis, Kapitel 2. Die Menschen von heute sind sich der Auswirkungen der zweiten Sünde kaum noch bewusst. Natürlich, wenn man danach fragt, verfluchen fromme Kirchgänger den Einsatz böser Magie, spucken aus und machen abfällige Gesten. Aber niemand erinnert sich an den Schrecken, der vor so langer Zeit entfesselt wurde. Leider hat keine schriftliche Quelle das Chaos und die Ignoranz überstanden, die darauf folgten. Uns bleiben nur die Erzählungen von Überlebenden, die durch die Zeitalter weitergegeben wurden, und das Dogma der Kirche, und das ist nicht gerade viel. Ich übertreibe nicht, wenn ich behaupte, dass die zweite Sünde für alles Leben in Thedas den Untergang einleitete. Die dunkle Brut breitete sich rascher aus als die schlimmste Pest, eine gnadenlose Naturgewalt, die über unsere Welt kam wie ein böser Sturm. Wir wissen aus Berichten über spätere Verderbnisse, so wurden die Invasionen der dunklen Brut später genannt, nie gab es einen passenderen Namen, dass die dunkle Brut Krankheit und Hungersnöte auslöst, wo immer sie auftaucht. Ihre Anwesenheit verdirbt die Erde selbst, während am Himmel zornige schwarze Wolken aufziehen. Und wieder übertreibe ich nicht, werte Freunde, wenn ich sage, dass das Zusammenrotten von Massen der dunklen Brut ein Vorzeichen für grausige Katastrophen ist. Es heißt, die verfluchten Magister hätten nach ihrer Verwandlung in dunkle Brut den Weg unter die Erde gesucht, um Zuflucht in der Dunkelheit der zwergischen tiefen Wege zu finden, in deren Schatten sie sich dann vermehrt hätten. Ob nun wohl durchdacht oder in einem letzten Anflug von Verehrung, jedenfalls versuchten sie, die alten Götter zu finden, denen sie einst gedient hatten. Und das gelang ihnen auch. Sie fanden Dumat, den obersten der alten Götter, einst bekannt als Drache der Stille, bevor der Erbauer ihn und die Seinen unter die Erde verbannt hatte, als Bestrafung für die erste Sünde, den Platz des Erbauers in den Herzen der Menschen einzunehmen. Der schlafende Drache erwachte durch seine Anhänger von den Ketten des Erbauers befreit und wurde selbst verdorben. Dumat verwandelte sich in den ersten Erzdämon, und seine gewaltige Macht wurde von nun an gelenkt von seinem verfaulenden, unheiligen Geist. Mit der Horde der dunklen Brut im Rücken erhob sich Dumat wieder in den Himmel und brachte Vernichtung über die Welt, die der Erbauer erschaffen hatte. Der alte Gott war zum Auge eines finsteren Sturms geworden, der über die gesamte Welt hinwegfegen sollte. Aus Geschichten über die Zerstörung von Thedas von Bruder Genetivi Scholar der Kirche. Ja, ist nicht so schön mit der Verderbnis. Ne, es sind noch zwei Sachen. Was ist das für ein Riesenbuch? Ich möchte da drin lesen. Hier ist voll toll. Die Torheit von General Nicht-Sheriton. 5. Wir hatten vorhin 4, ne?
Um einen Skandal zu vermeiden, wurde die Erinnerung von Nick Sheridan in den folgenden Tagen als großartige Strategie, die Ernennung, als großartige Strategie des echten Generals dargestellt, der sämtliche Vorgänge im Geheimen geleitet habe. Im Geheimen bedeutete dabei, aus der Garderobe, denn nicht einmal seine eigenen Bediensteten kannten sein Gesicht und hätten ihn von der Wache wegen unbefugtem Eindringens in den Kerker werfen lassen. Als er jedoch seine Maske zurück hatte, war sich der General der Peinlichkeit durchaus bewusst und zeigte sich gegenüber Nick Sheridan gnädig. Er erlegte ihr weniger als die Hälfte der üblichen Peitschenhiebe auf und ersparte ihr und ihrem Lord den Galgen. Das ist ja nett. Ihnen wurde gestattet, Orlais unter der Bedingung zu verlassen, dass ihr Name von nun an nicht Sheridan sei. Was ist grün? Was ist grün? Stellt euch vor, ich würde euch einen Gegenstand vorlegen, der in meinen Augen unwiderlegbar grün ist, und euch fragen, erscheint euch dieser Gegenstand grün? Natürlich würdet ihr vermutlich mit Ja antworten, da ihr gelernt habt, die Farbe des Gegenstandes als grün zu bezeichnen. Ihr verknüpft also das Wort mit dem, was eure Augen sehen. Doch wäre es möglich, dass sich mein Verständnis von grün gänzlich von eurem unterscheidet? Das ist so lustig, weil es gibt, ich hatte selbst solche Überlegungen schon. Was wäre, wenn ihr sagen wir, in meinem Verstand sehen könntet? Ihr könntet dabei womöglich erkennen, dass alles, was ich als grün bezeichne, eurem Verständnis nach rot ist. Ach, ohne den Anker einer objektiven Wahrheit treiben wir verloren auf den Meeren unserer eigenen Erlebnisse. Die vielversprechende Einleitung eines Vortrags des Philosophen und Poeten Carsten Groecke in der Universität von Orlais. Die Qualität des Vortrags nahm im weiteren Verlauf dramatisch ab und er fand ein jähes Ende, als Groecke begann, seine Zuhörer mit einer handwerklich schlampigen Ode an Hellgrün zu quälen. Als er schließlich aus dem Auditorium floh, wurde er von den Studenten mit überreifen roten Tomaten beworfen. Okay. Oh, da ist ja auch noch was. Die Pyramiden von Pafollen. Die Insel Pafollen war das erste Gebiet in Thedas, das von den Kunari erobert wurde und wird bis zum heutigen Tage von ihnen gehalten, obwohl die dort zweifelsohne wahre Wunderwerke errichteten. Man denke nur an die berühmte Stadt Kunandar, war Pafollen bereits lange bevor das Kun an seine Küsten kam, reich an Geschichte. Reißt man den Blick von der Schönheit Kunandars los und betrachtet stattdessen den Dschungel, entdeckt man die Ruinen gewaltiger Städte, die ein stummes Zeugnis ablegen. Wir waren hier. Die charakteristischen Pyramiden von Pafollen, die sich aus dem Dickicht der Pflanzen erheben, sind noch weitgehend unversehrt, auch wenn ihr ursprünglicher Zweck seit langem vergessen ist. Obwohl es in ihnen Kammern gibt, in denen sich sorgfältig konservierte Leichen befinden, scheinen sie keine Grabmale zu sein. Erstaunlicherweise haben die Pyramiden darüber hinaus mathematisch perfekte Abmessungen und sind so präzise ausgerichtet, dass sich die Vermutung aufdrängt, sie könnten einen wissenschaftlichen Zweck gedient haben. Als Sternwarten vielleicht. Ferrastes hat herausgefunden, dass die Anordnung der Pyramiden von Pafollen exakt mit dem Sternbild Solium übereinzustimmen scheint. Wir wissen mehr über die Pyramiden als über ihre Erbauer. Die Kunari kamen als Eroberer nach Pafollen. Und doch gibt es keinerlei Aufzeichnungen und nur wenige Hinweise über die belegen, dass es an den Ufern der Insel zu Kämpfen gekommen wäre. Dabei muss eine Zivilisation, die derart gewaltige Städte errichten konnte, doch sicherlich Verteidigung, Armeen und vielleicht sogar Waffen besessen haben, die selbst den Kunari fremd waren. Warum also gibt es nur so wenige Hinweise auf Widerstand? Eine mögliche Antwort auf diese Frage könnte in den Überresten ihrer Tempel zu finden sein, unter den Blättern und Ranken, der ihre Mauern bedeckten. Lassen sich noch immer die stilisierten Reliefs finden, mit denen sie verziert wurden. Ihre Farbe ist zwar schon vor langer Zeit abgeblättert, doch die Darstellungen sind noch deutlich erkennbar.
Aufwendig gestaltete Meereskreaturen, Schiffsbauer, Musikanten, Bogenschützen und Könige. Vereinzelt sind auch sonderbare Gestalten zu finden, gehörend und stets in einer Haltung, die Autorität und Respekt ausdrückt. Was waren diese gehörnten Gestalten für die einstigen Bewohner Parfollens? Rituell begrenzte Priester, Helden, womöglich sogar Götter, vielleicht auch Kunari. Wir werden die Wahrheit vermutlich nie erfahren, doch als die Kunari über das Meer kamen, gehörnt und mit den Lehren des Kun, sah das Volk Parfollens in ihnen womöglich überhaupt keine Eroberer, sondern alte Legenden, die zu ihnen zurückkehrten. Das alles ist natürlich reine Spekulation. Die heutigen Bewohner Parfollens sind die Kunari und die alte Zivilisation der Insel geriet in Vergessenheit, wie das beiseite gelegte Spielzeug eines Kindes. Doch die Pyramiden existieren noch, ebenso wie die alten Städte und die Insel selbst. Und eines Tages werden vielleicht klügere Scholaren als wir verstehen, was sie uns zu erzählen haben. Aus dem Kompendium der Geschichten des besetzten Nordens von Renatus von Eisley. Okay, haben wir jetzt kaum was gelesen, ja. So, gehe ich jetzt raus? Nein, ich muss hier immer noch weiter gucken. So. Dann gucken wir mal. Hier muss ich hoch, ne? Ja. Was haben wir hier noch? Ah, lesen. Arbeitsbericht: Tod auf der Mauer. Einer unserer Fertiger, Garen, ist vom Gerüst gestürzt und aus Steinpflaster gefallen. Er hat noch eine Stunde lang geatmet, aber seine Augen waren gebrochen. Was? Aber seine Augen waren gebrochen. Nun ist er tot und die Schwestern der Kirche haben ihn eingewickelt. Was sollen wir tun? Vorarbeiter Sherris. Bringt seine Leiche zu den anderen, die wir seit Helven verloren haben. Ich werde sein Opfer für die Inquisition vermerken. Bringt seine Arbeitskameraden zu einer anderen Stätte und gebt ihnen Freizeit und etwas Geld, wenn sie es möchten. Sorgt dafür, dass jeder Arbeitsplatz sicher ist. Wir sind im Krieg, nicht bei einem Rennen. Eile ist nutzlos, wenn wir selbst darunter leiden. Wir alle sind die Inquisition, Lady Montelier. Wir können nicht gegen einen Gott kämpfen. Der Älteste ist kein Gott, sondern dunkle Brut. Richtig. Der Erbauer ist keine dunkle Brut. Richtig. Aber es heißt, dass er deshalb den Himmel geteilt hat, um den Thron zu beanspruchen. Willst du mir erzählen, Götter kämpfen wie Aals? Das ist doch Blödsinn. Ja, das war sie. Wer ist gerade sie? Hallo, Inquisitor. Es ist mir eine Ehre, euch mit diesen, was auch immer, zu helfen. Ist mir eine Ehre, Inquisitor. Gazi Sturholt. Hab an den Mauern gearbeitet und jetzt an dieser seltsamen Sammlung, die ihr uns gebracht habt. Keine Ahnung, ob es den Kämpfen standhält, aber es ist eine solide Arbeit. Wovon redest du? Ach, die Fliesen. Ach so. Was sind das für Fliesen? Wisst ihr, woher diese Reliefe stammen? Tewinter, Frühzeit. Das sieht man an den Werkzeugspuren der Körnung. Das ist Hartstaub aus den 100 Säulen, wenn ihr mich fragt. Oh, und außerdem scheint die Szene voller Tewinteroben zu sein. Die 100 Säulen? Üble Dinge. Riesige Säulen, die nicht aus Stein sind. Eher wie Mörtel. Mehr weiß ich auch nicht. Aber sie sind robust. Ich finde, der macht ein bisschen zu lange Pause zwischen den Sätzen. Also, das ist nicht so ganz ein schöner Redefluss, aber okay. Welche Erfahrung habt ihr? Erstmal nach der Bedeutung fragen. Kennt ihr die Geschichten, die diese Fliesen darstellen sollen? Hier, Inquisitor. Ich habe ein paar Gedanken aufgeschrieben. Ich hoffe, das hilft. Jetzt muss ich schon wieder lesen? Okay. Steinwohl, Inquisitor. Steinwohl. Welche Erfahrung habt ihr? Wo habt ihr eure Fähigkeiten erlernt? Orsamar. Hab seinerzeit ein paar Statuen gemeißelt. Und bevor ihr fragt, ja, ich bin freiwillig gegangen. Immerhin hatte ich einen Paragon modelliert, die sich als verrückte Irre erwies. Ich habe den Anblick einfach nicht mehr ertragen. Das Gedächtnis eines Zwerges, versteht ihr? Branka? Ich glaube, Branka? Branka hieß sie, ne? Können wir das jetzt nochmal fragen, warum? Kennt ihr die Geschichten, die diese Fliesen darstellen sollen? Ich sag euch was.
Bringt eine zu Ende und ich schreibe sie auf. Wer will nicht ihr, oder? Eine gute Zwergenperspektive. Aha, ja, gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Beste Adern, Inquisitor. Was? Wie Adern? Ja, danke. Was haben wir hier? Hä? Pflanze einen neuen Samen ein. Wie siehst du aus? Feiern wir hier auch einen Maskenball, von dem ich nichts weiß? Fertig. Na, was sagt er jetzt? Was? Steinwohl, Inquisitor. Wie fertig? Kennt ihr die Geschichten, die diese Fliesen darstellen sollen? Ich sag euch was. Bringt eine zu Ende. Okay. Wer will nicht ihr, oder? Eine gute Zwergenperspektive. Bis zum nächsten Mal. Wieso redest du denn so komisch? Ja, danke. Ich habe ganz gute Adern. Was? So. Achso, hier ist Solas wieder. Okay. Geh schon wieder. Hier gibt's echt viel zu entdecken. Ja, wir brauchen, glaube ich, noch ein paar Folgen, um sich hier alles anzugucken, ne? Warte, so, da geht's raus. Ich gehe erstmal hier raus, glaube ich, und ich will einen Samen pflanzen. Lysette! Ich danke euch für Haven. Für Redcliffe weniger. Aber ich bin entschlossen, euer Gnaden zu dienen. Danke. Da ist wahrscheinlich nicht so... Also, ne? Ja, ist schon klar. Du stehst in der Bank. Oh, was zu lesen. Das ist ja toll. Das haben wir so wenig. Brief an einen Emissär der Inquisition, mein liebster Wilbur. Ich spiele schon so lange, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich bin so stolz auf dich. Wir hören hier im Dorf so viel über die Inquisition und es macht mich glücklich zu wissen, dass du deinen Teil beiträgst. Was in Haven geschehen ist, war schrecklich. Ich werde in der Kirche eine Kerze für die Gefallenen entzünden. Gib bitte auf dich Acht. Ich weiß, wie du bist, wenn die Dinge schwierig werden und das Schicksal der Welt in der Schwebe hängt. Aber du musst zuerst auf dich achten, bevor du mithelfen kannst, die Welt zu retten. Denk daran und vergiss nicht zu essen. Seid ihr immer noch in den Bergen? Es muss dort schrecklich kalt sein und nass. Hätte es denn nicht eine Festung in den Hinterlanden sein können, dann wärst du wenigstens in unserer Nähe. Aber gut, achte auf jeden Fall darauf, dass du dich warm genug anziehst. Soll ich dir vielleicht deine Decke schicken? Außerdem solltest du wirklich häufiger schreiben. Ich verstehe nicht, warum du mir nicht erzählen kannst, was du so machst. Du solltest vor deiner Mutter keine Geheimnisse haben. In Liebe, deine Mutter. PS, was meinst du damit, dass ich meine Briefe an Rektor schicken soll? Nennt man dich bei euch etwa so? Und warum? Dein Name ist Wilbur Quickly. Es ist ein guter Name. Wilbur war der Name deines Onkels. Er hat in der Schlacht um An... Jetzt so langsam wird es schwierig mit dem Lesen. Er hat in der Schlacht am Dane gekämpft. Und wir alle sind unglaublich stolz auf ihn. Schämst du dich etwa deines Namens? Warum schämst du dich dafür, Wilbur? Was ist das denn? Eine besorgte Mama. Wo ist mein Questmark? Wo geht's denn jetzt hier wieder rein? Okay. Braut des Erbauers. Erbauer, ich bin allein, doch ich habe deinen Namen angerufen und jene, die kommen,
um zu dienen, werden um deinen Ruhm wissen. Ich habe mich für sie daran erinnert, sie werden sehen, was sie erbringen können. Und obgleich wir wenige sind und gegen den Wind stehen, sind wir dein. Lobgesang 5.1. Okay. Die Tür können wir nicht. Selbst hier gibt es fruchtbaren Boden. Diese Feste bietet wirklich alles, was man braucht. Mhm. Bin immer ganz froh, wenn irgendeine Tür nicht aufgeht, tatsächlich. Hä? Ja, ja, ja. Okay. Was ist das denn? Pflanze in der Gärtnerei der Himmelsfeste Samen ein, um Pflanzen für das Handwerk zu züchten. Samen findest du, indem du in der Wildnis suchst. Stand da wahrscheinlich. Arbeitsbericht Gerüste. Der dritte Absturz in ebenso vielen Tagen. Wir brauchen mehr Sandsäcke. Es ist nahezu unmöglich, einen Anker zwischen diese Blöcke zu treiben. Dieser Ort wurde für die Ewigkeit gebaut und das erschwert alle Arbeiten ungemein. Verino Dachdecker. Genehmigt. Die Inquisition braucht ihre Leute mit gesunden Beinen. Ja. Was ist das? Okay. Sieht aus, als wäre das ein Kunstwerk. So, sind wir jetzt hier einmal auf der anderen Seite? Ich glaube schon, ne? Nein. Mit dir rede ich sofort. Moment. Hä? Was ist denn hier? Mutter Giselle! Du bist auch hier, Scholl. Okay. Okay. Hallo? Inquisitor Elan Vermal, es ist mir eine Ehre, euch im Namen des Kollegiums der Heilkundigen meine Dienste als Apothekerin anzubieten. Danke. Mein Kollege Adan weiß um die Bedeutung eurer Sache. Ich freue mich darauf, ihm zur Hand zu gehen. Er hat viel von mir gehalten. Er war nie sonderlich freundlich zu mir. Als Zeichen seines Respekts. Nur Narren schenkt man ein Lächeln, damit sie schnell wieder gehen. Wir werden alle weltlichen Bedürfnisse der Himmelsfeste weidlich stillen. Solltet ihr etwas Spezielles benötigen, lasst es mich wissen. Ich bin hier, um der Sache zu dienen. Haben wir Adar nicht gerettet? War das nicht der bei diesen Explosivsachen da? Den haben wir doch gerettet, oder nicht? Stets zu Diensten. Von wem wurdet ihr ausgebildet? Von Adan, nachdem er aus dem Dienst des Königs von Ferelden entlassen wurde. Naja, als es kein König mehr gab, dem er hätte dienen können. Unser Kollegium tritt in regelmäßigen Abständen zusammen. Ich hatte das Glück, schon einigen Staatsoberhäuptern zu dienen. Um ehrlich zu sein, sind sie alle gleich. Insofern sind meine Kontakte und Fähigkeiten drängenderen Problemen weitaus dienlicher. Ich habe gerade gesehen, dass es schon 17 Uhr ist. Ich muss langsam mal aufhören aufzunehmen, aber ich werde noch mit ihr fertig reden. Wie würdet ihr unseren Bestand an Vorräten einschätzen? Unsere Speicher sind gefüllt und ich denke, die Lage wird sich weiter verbessern. Das ist schön. Gibt es noch andere, die zur Himmelsfeste kommen und uns helfen könnten? Sie helfen bereits. Ich habe mich an viele meiner besten Kollegen gewandt und ihr Einfluss ist nicht zu verachten. Sie sind nicht, sagen wir, erpicht darauf, in die Schlacht zu ziehen, aber wir werden gut versorgt werden. Das ist schön. Seid ihr eine Stadtelfe? Ihr seid eine Stadtelfin, keine Delisch, nicht wahr? Wozu die Unterscheidung? Ich bin eine Elfin. Ich wurde nicht von Delisch erzogen. Und nein, ich kenne ihre Gebräuche nicht. Das ist vielleicht nicht gleich zu sehen, aber es spielt auch keine Rolle. Ich bin gut genug, um nach meinen Fähigkeiten beurteilt zu werden. Meine Kollegen schätzen meine Arbeit.
Ich finde es vollkommen okay, dass sie so reagiert hat. Und ich habe das auch nur gefragt, weil es da stand. Und das war nicht sehr... Mir fehlt gerade dieses Wort. Sowas solltest du nicht fragen. So. Psyma. Weitermachen. Natürlich, Inquisitor. Können wir uns entschuldigen? Inquisitor? Nö, okay. Komm, weitermachen. Natürlich. Du machst einen sehr guten Job. Bestimmt. Also, keine Ahnung. Das werden wir noch sehen wahrscheinlich, aber... So, können wir jetzt hier... Was können wir denn hier auch... Selten? Können wir Blutlotus hier einpflanzen? Ich habe ja noch gar nichts. Okay. Schade. Ist hier dasselbe? Ich muss mal eben... Ja. Okay. Na gut, wir können nicht pflanzen. Ich muss mit Giselle sprechen, glaube ich. Och, das, die rede auch mal so viel, ne? Ja gut, dann machen wir jetzt hier erstmal Schluss. Boah, das ist Schloss. Diese, also diese Burg, die ist unglaublich groß. Ich weiß nicht, wie viel ich hier noch angucken muss. Aber gut, unempathisch ist, glaube ich, das Wort, was ich gerade gesucht habe. Wo ist auch nicht so ganz richtig. Also es ist nicht ganz, es fühlt sich nicht ganz richtig an. Aber okay. Guck mal, da oben steckt ein Pfeil. Da. Ich weiß, ich muss eigentlich aufhören und ich muss mit Giselle sprechen. Aber diesen Pfeil, den vergesse ich doch. Nein. Wo geht's hier? Oh, kann ich hier hoch? Geht's hier da hoch? Ja, das sieht schon mal gut aus. Warte mal, wo sind wir denn da? Bellanaris Denan Him, Katalogisierung der Himmelsfeste, elfischer Pfeil mit Inschrift. Ein Pfeil, natürlich elfisch, denn wer sonst würde derart penibel etwas schmücken, das dann quasi weggeworfen wird? Ich habe Händler dazu befragt und weiß nun, dass die Inschrift Todmacher oder etwas in der Art bedeutet. Saubere Arbeit. Muss es auch sein, sonst hätte der Pfeil nie so lange seine Form bewahrt. In den Mauern, die ich auf Vordermann bringen soll, sind jede Menge Löcher und von Pfeilschüssen. Die Pfeile bleiben scharfkantig, wenn nicht direkt der Stein getroffen wird. Die Männer sollen auf ihre Finger Acht geben. Auf diesem hier ist frisches Blut, Baumeister Götzi. Okay. Ich wusste nicht, dass ich das Dach untersuchen muss. Muss auch lustig für die sein, dass hier jetzt jemand um Dach rumrennt, ne? Lololo. Ich gehe nochmal in die andere Richtung, ja, weil, ich weiß, was da noch ist. Und da muss ich ja irgendwie wieder runterkommen, ohne mir weh zu tun. Hier kann ich wahrscheinlich nicht hoch, ne? Den dachte ich mir. Dann ist ja gut. So. Jetzt aber wirklich für alles weiter erkunden. Aber ich kann nicht. Muss da, guck mal, da ist drin. Das ist eh nicht gesehen. Okay, wir haben hier noch viel zu erkunden. Und ich fürchte wirklich, es wird noch ein paar Folgen dauern. Aber ich denke, das ist okay. Ich finde das wirklich sehr spannend, was hier alles zu entdecken gibt. Wenn es auch ein bisschen viel ist. Aber darüber habe ich ja letztes Mal schon gesprochen. Es macht mir Spaß, aber es ist schon echt viel. Vielen Dank fürs Zuschauen erstmal. Ich bin auch schon darüber gespannt, über wen wir als nächstes urteilen dürfen. Ich hoffe, das ist immer so lustig. Aber wir sind natürlich eine freundliche Herrscherin. Eigentlich, ich müsste echt mal irgendein Spiel spielen, wo ich alles böse mache. Also wo ich wirklich böse bin. Aber nicht in Dragon Age. Nein, nicht in Dragon Age. Das machen wir mal in einem anderen Spiel. Ich weiß nur noch nicht, in welchem. Schauen wir mal.
Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Like, einen Kommentar oder auch ein Abo da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge zu Dragon Age Inquisition. Bis dann. Tschüss.